Lieber Herr Krasnitzer, so eine Jury ist ja eine Art Familie auf Zeit. Man kann sie sich nicht aussuchen, ab und zu fliegen die Fetzen, aber eigentlich haben sich alle lieb. Welches Familienmitglied bist du im Jury-Clan? Einstweilen bin ich noch das schwarze Schaf, weil ich noch nicht wirklich dazugekommen bin, mich den Schätzereien der Familie auszusetzen und bin noch ein Familienmitglied, das außen vor versucht, sozusagen die Angelegenheiten der Familie zu klären und zu lösen. Aber spätestens Ende der Woche werde ich mich da einschalten und dann ist es wie immer mit den guten Onkeln, die sich einschalten und quasi für gute Laune sorgen. Ihr habt ja einen wahren Filmmarathon zu bewältigen. Was machst du, damit dir auf halber Strecke nicht die Puste ausgeht und du zufrieden ins Ziel kommst? Das Erstaunliche ist, dass so eine Juryarbeit zwar manchmal anstrengend ist, aber manchmal ist es, wenn man gerade, so wie ich jetzt drehen muss, auch eine unglaublich schöne Ablenkung, weil du viele schöne Sachen siehst und dich dann im Grunde genommen freust eigentlich. Also du gehst einfach immer mit ein, zwei guten Filmen ins Bett und weißt, dass das, was du gerade machst, jetzt vielleicht gar nicht so wichtig ist und dass du mal abschalten kannst und dass dir das nicht immer durch den Kopf geht. Insofern ist diese Arbeit eigentlich, muss ich sagen, zumindest was das Filmegucken betrifft, etwas, was mich sehr befriedigt gerade und großen Spaß macht, weil man wirklich wahnsinnig viel schöne Sachen sieht und sich dann immer freut, wenn man Kollegen sieht und man eigentlich dann gar nicht mehr abschalten kann und die Zeit übersieht und feststellt, dass es schon wieder 2 in der Früh ist. Inspiration ist das Leitmotiv des Deutschen Schauspielerpreises. Was bedeutet für dich Inspiration? Ach, so gut wie möglich zu versuchen, tagtäglich neu hinzuschauen und immer wieder mal auch aus einer anderen Ecke hinzuschauen und dabei zu versuchen, sich selbst so viel wie möglich außen vor zu lassen. Also nicht immer aus sich selbst heraus quasi etwas schöpfen und sagen, wie würde ich jetzt das tun, sondern mal zugucken, wie andere das tun. Also was passiert denn da bei Menschen? Und das ist für mich dann eigentlich immer die größere Inspiration und erweitert einen. Und wenn einem das irgendwie quasi tagtäglich gelingt, in so einer Art Gegenwarts-Aggregatszustand zu sein und sich dabei nicht so wichtig zu nehmen, ist das die größtmögliche Inspiration für mich. Vervollständige die folgenden 3 Sätze. Wenn der Schauspielerpreis ein Tier wäre, dann wäre er? Ein Nashorn. Dickhäutig, manchmal blind, aber mit einer unglaublich feinen Nase ausgestattet und wenn es läuft, ein unglaublich elegantes Tier, auch wenn es manchmal schwerfällig erscheint. Der Film, den ich in meinem Leben am häufigsten gesehen habe, ist? Das Opfer von Tarkowski. Wenn mir eine Preisverleihung zu lang wird, dann? Gehe ich. Und zu guter Letzt, am 22.09. findet der DSP statt. Weißt du schon, was du anziehst? Ehrlich gesagt nicht. Es hängt ein bisschen davon ab, ob ich bis zu diesem Zeitpunkt schon abgenommen habe, dass mir mein Smoking wieder passt oder ob ich dann einfach einen schlichten schwarzen Anzug nehmen muss, der mir zumindest die nötigen Konturen verschafft. Vielen lieben Dank.